Am Herrn Jesus Christus kommst du nicht vorbei. Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ohne Licht würden wir die Dunkelheit nicht erkennen. Und ohne Gottes klares Gesetz auch nicht unsere Schuld. Den Sinn des Lebens finden wir nicht in einer dunklen Ecke unserer kurzweiligen Existenz. In Römer 7, Vers 7 bis 11 steht entsprechend: Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb, und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Das ist der Charakter von Sünde, dass wenn sie erleuchtet, aufgedeckt und sozusagen bloßgestellt wird und ihr gezeigt wird, was sie ist, dann tut sie erst recht das ihrer Gesinnung nach Eindeutige, nämlich sündigen. Sie ist unverbesserlich, untherapierbar, untrennbar mit dem Leben des Menschen verbunden. Es gab keine andere Lösung, davon befreit zu werden, als dass sie sterben musste. Einer für alle. Als Gott nun Mensch wurde, hatte dies für alle Zeiten, für alle Menschen seine Konsequenzen und Bedeutung. Wäre Gott im Himmel geblieben, gäbe es weder Erkenntnis über die Sünde noch die Chance, Gottes Zorn zu entgehen, Gottes gerechtem Zorn. Zur Not wären viele dann gerichtet worden, ohne wirklich zu verstehen, warum. Aber Gott wurde Mensch und hat uns nicht im Unklaren gelassen. Er gab sein Leben hin und hat sein kostbares Blut vergossen, damit durch dieses eine Opfer die Sünde stellvertretend für alle Gläubigen vernichtet wird. Und wer heutzutage ungläubig ist, reagiert auf das Evangelium so wie einer, der überhaupt nicht kapiert hat, was das mit dem Sündigen auf sich hat und wozu ein allmächtiger Gott uns hier Vergebung und Erlösung zusprechen musste. Es ist ihnen, wie schon die Bibel betont, im 1. Korinther 1,18 eine Torheit, eine Dummheit und entsprechend das Resultat ihrer Verlorenheit. Durch den Herrn Jesus Christus kam das Licht in die Welt, Johannes 8,12 und 9,5, und trennte Gut und Böse. Durch das Opfer am Kreuz ist er der Überwinder des Todes und somit auch der Herrscher sowie baldige Richter über Lebende und über Tote. In Apostelgeschichte Kapitel 10, 42 bis 43 lesen wir: Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Lukas 3, Vers 17. Das ist bereits geschehen, aber es ist noch nicht offensichtlich. Die Zeit schreitet voran und mit der Sünde auf Erden wird es auch nicht besser, sondern schlimmer. Der ungläubige Mensch ist verloren, in jeder Weise untauglich für den Himmel und auf dem Weg in die Hölle. Hölle steht für vollständige Einsamkeit und Sinnentleerung und Gottlosigkeit. Dennoch gilt auch heute noch der Aufruf, dass Sünder, die das erkennen wollen, im Herrn Jesus Christus einen gnädigen und barmherzigen Erlöser finden dürfen. Johannes 3, 16. Wir müssen vor Gott nicht bleiben, was wir sind. Es wäre in jeder Hinsicht besser und klüger. Psalm 53, 3 steht: Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Entweder ist der Herr Jesus unser Richter oder unser Retter. Dazwischen ist nichts. Er will unser Erlöser sein, denn dafür hat Gottes Sohn den Weg frei gemacht. Es gibt auch keinen anderen Weg zu Gott und zur Vergebung der Sünden, als ausschließlich und nur durch Gottes Sohn, den Heiland und Herrn Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Johannes 14, 6. Das bezeugt Jesus Christus selbst in der Bibel, dem Wort Gottes, dem wir vertrauen dürfen und müssen. Es fährt und führt, wie auch immer, kein Weg daran vorbei.